Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, Siege of Dragonspear. So, wir sind, also nachdem wir in der letzten Aufnahmesession Minsk und Dinner hier und Bu abgeholt haben, bei den drei alten Fässern, sind wir jetzt in der Elfgesang, um dort nach Leuten zu suchen. Wie kann ich helfen? Also ein Gardist steht schon mal hier. Wer nehmt euch und ihr fliegt raus, verstanden? Mhm, wie nett. Da steht Garrick. Ah, wow. Hier stehen ein paar Leute. Fangen wir mal hier im Uhrzeigersinn an. Hi. Boah. Geht es euch gut? Boah. Wenn euch euer Leben lieb ist, hört auf mich anzusehen, sofort. Oh Mann, seid ihr auch in den Abwasserkanälen? Die Abwasserkanäle? Gut, ich bin bereit. Ja, ich bin in den Abwasserkanälen. Das ist eine Taverne. Ich meine, ich weiß, dass es eine Taverne ist, aber wer hat sie hier hingestellt? Sehr seltsam. Meint ihr, jemand hat eine Taverne, die Abwasserkanäle gestellt? Sehr seltsam. Vielleicht wird ein Glas Eiswasser in euer Gesicht euch wieder zur Vernunft bringen. Oder eine Faust. Ich habe genug gehört. Nehmt wohl. Ja, sehr seltsam. Ah. Whoa, sorry. That one came right at my face. Yeah, so we're in the sewers, right? Underwater deep. Boah, tut mir leid. Der kam direkt in mein Gesicht. Ja, wir sind also in den Abwasserkanälen, richtig? Unter Tiefwasser. In der Taverne Elf Gesang. Genau, ich höre euch. Ja, ich bin hier nach hier unten gekommen, um meine Sichtaufgabe zu unternehmen. Ich habe einfach nicht, wisst ihr, erwartet, so viel zu sehen. Das ist hart, guter Mann, echt hart. Worauf wollt ihr hinaus? Ich werde mich jetzt von euch verabschieden. Was genau seht ihr? Yikes! Ah, Igitt. It's these new glasses, man. They're supposed to let me see like who I really am. Inside my soul. Es ist diese neue Brille, Mann. Mit ihr soll ich sehen, wer ich wirklich bin. So in meine Seele hinein. Wie boah. I got him from that giant gnome with the scales. He crashed on his couch last time I was in Sigil. Ich habe sie von einem riesigen Gnom mit Schuppen, also einem Drachen-Gnom-Dings da. Ich habe bei ihm auf dem Sofa geschlafen, als ich das letzte Mal in Siegel war. Ah. But all I see is invisible monsters and ghosts and stuff. It's making me feel like really surrounded, you know? By my surroundings. Aber alles, was ich sehe, sind unsichtbare Monster und Geister und so. Da habe ich das Gefühl, richtig eingekreist zu sein, wisst ihr? Von meiner Umgebung. Diese verzauberte Brille lässt euch unsichtbare Wesen sehen. Ich verstehe, Mann, ich verstehe vollkommen. Hört sich so an, als ob ihr ziemlich halluzinieren würdet. Nehmen wir die zwei. Ah. I'm starting to freak out, man. Ich fange an auszuflippen, Mann. Warum nehmt ihr die Brille nicht ab? Lasst mich die näher anschauen, Mann. Gebt mir einfach die Brille, ihr stammelnder Volltrottel. Ich sollte euch euren Wahnsinn überlassen. Lasst mich die näher anschauen, Mann. Boah. Wow. That's like profound, man. You're blowing my mind. Here, take him. Boah, das ist richtig heftig, Mann. Ihr verblüfft mich. Hier, nehmt sie. Danke, Mann. Everything's so much clearer now. Maybe you're the one who should be on a vision quest. I'm laying off for a while. Alles ist jetzt so viel klarer. Vielleicht solltet ihr eine Sichtaufgabe machen. Ich mache eine Weile eine Pause. Brille des Spektakels erhalten. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Ruht euch etwas aus. Ja, gönnt euren benebelten Verstand eine Pause. Oh, and the giant gnome said the glasses can like pull spirits into reality a few times. So be careful. You don't want to drag a screaming Modron or Gith into the prime for a hangout. Und der riesige Gnome meinte, dass die Brille Geister mehrere Mal in die Realität ziehen kann. Seid also vorsichtig. Man möchte keinen schreienden Motor oder Giffy-Yankee zum Herumhängen in die Materielle zerren. Gut zu wissen. Danke, Zaviak. Der hat uns seinen Namen eigentlich nicht gesagt.
Übel. Later, man. Später, Mann. Wenn ich die Brille Spektakelskralle, kann ich Kreaturen auf anderen Ebenen sehen und bis zu 3 von ihnen in diese Welt ziehen. Wichtige Ereignisse. Interessant. Hier. Welch die Brille? Seviaks Sichtaufgabe. Oh, hey, man. How's it going? Oh, hey, Mann, wie geht's? Es läuft, Mann, es läuft. You're all right, man. What can I do for you? Hey, seid ihr noch mal? Was kann ich für euch tun? Was genau sehe ich, wenn ich die Brille aufsetze? Alright, so like, our plane overlaps with all these other planes, right? Overlaps isn't really the right word. It's more like circles. In other circles? It's complicated. Anyway, the other planes have creatures on them overlapping us. That's what you see. In Ordnung, es ist also so, dass sich unsere Ebene mit den anderen Ebenen überschneidet, richtig? Überschneiden ist nicht wirklich das richtige Wort. Es geht mehr um Kreisel in anderen Kreiseln. Es ist kompliziert, wie auch immer. In anderen Ebenen sind Wesen, die sich mit uns überschneiden. Das seht ihr. Und ihr meint, ich könnte Wesen in diese Ebene ziehen? Ja, like our reality is called the prime material plane, and the other planes have other names. You can pull a creature from its plane to ours, but they might not like it, man. Think about it, you know, fish out of water, you know? Only maybe less with the fish dying and more them like killing you. Yeah, or not. Ja, wie unsere Realität die materielle Ebene genannt wird, haben die anderen Ebenen andere Namen. Ihr könnt ein Wesen von seiner Ebene in unsere ziehen, aber es könnte ihm missfallen, Mann. Denkt darüber nach. Wenn der Fisch erstmal aus dem Wasser ist, wisst ihr, nur stirbt der Fisch dann eben nicht, sondern tötet euch. Oder nicht? Danke, Seviek. Bis später. Ausgerüstete Fähigkeit. Illusion entdecken und retten gegen Illusion. Aufladungsfähigkeit. Zieht eine extraplanare Kreatur in die materielle Ebene. Ein Gnomenzauberer namens Perivor fand die Beschränkungen der materiellen Ebene zu langweilig und nahm sich vor, jede Existenzebene zu besuchen, die er aufdecken konnte. Perivor stellte diese Brille her, um Wesen aus anderen Ebenen zu sehen und zu befragen, in der Hoffnung, auf diese Weise sichere Orte zu finden, an denen er in andere Ebenen wechseln konnte. Nachdem Perivor mit einem sehr angenehmen und wohlerzogenen Teufel gesprochen hatte, folgte er den Anweisungen des Scheusers zum Besuch von Phlegethos und verschwand kurzerhand mit einem gefehlten Schrei in einer Säule lebendiger Flammen. Zurück blieb nur eine rauchende Brille. Das, wie ich die aufsetze? Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Sehe ich. Durch die Brille des Spektakels könnt ihr einen Blick auf außerweltliche Wesen erhaschen. Hi. Und ja, ich könnte den Typen hier jetzt einfach in unsere Welt ziehen. Nicht damit. Hiermit. Wer wagt es, Al-Ali zu rufen? Erster Zorn der Weißschmiede. Ich bin Brenno, ich möchte nur mit euch sprechen. Beruhigt euch, Freund. Ich wage es, gehorcht mir oder ich werde euch vernichten. Ich bin Brenno, ich möchte nur mit euch sprechen. Ignoranter, nein, ihr habt den ersten Zorn der Weißschmiede gerufen und werdet ihr brennen. Ja? Okay. Lasst ihr euch ordentlich verdreschen. Okay, laden wir. Wie kann ich helfen? Also ja, auch wenn ich es nicht möchte, ich werde wahrscheinlich über diese Brille lesen. Egal was du tust, ich werde dich immer lieben. Es ist mir nicht wichtig, was du sagst. Du wirst mich niemals vertreiben. Ich singe für dich dieses Lied der Liebe. Okay.
Den können Sie woanders mögen. Wie ihr wisst, ist hier Gesang von nur einer Person erlaubt. Wartet, ich kenne euch nicht, wahr? Ach, das ist jetzt garig. Das ist gar nicht so lange her, dass wir zusammengearbeitet haben, nicht wahr, Garik? Das ist, glaube ich, der Silke... nicht Silke. Ski entführen wollte. Das kann sein, ich bin Benno, ihr Held von... Nee, das ist der mit Silke zusammengearbeitet hat, war doch die richtige Person. Das kann sein, ich bin Benno, ihr Held von Baldur's Tor, aber ich erkenne euch nicht. Erkennt mich, wenn ihr müsst, aber sprecht nicht mit mir. Das ist gar nicht so lange her, dass wir zusammengearbeitet haben, nicht wahr, Garik? Benno, ihr seid es. Bitte kommt mit. Erzählt mir eure Geschichte. Was bringt euch hierher? Ich ersuche eure Hilfe, Garik. Ich mache mich bald auf den Weg nach Norden. Ich möchte, dass ihr euch mir anschließt. Ihr seid... Ihr natürlich. Es ist zu lange her, dass ich euch singen hörte. Ich suche ein paar Schurken, Safane und Koran. Ich habe gehört, dass sie hier sind. Dieselben zwei Füße, die mich von diesem sinnlosen Gespräch vortragen werden. Fangen wir mal nach Safana und Koran. Sie sind oben, glaube ich. Folgt einfach dem Geschrei und bereit und betet, dass ihr sie nur beim Streiten unterbrecht. Jawohl, Sir. Sie widersteht immer noch meinem Charme, Brenno, aber ich werde sie irgendwann klein kriegen. Ich bewundere eure Ausdauer. Ein Küssel wird oft abgelehnt. Ein großartiger Küssel lässt sich davon nicht aufhalten. Immer zu euren Diensten. Welcher Mann wünscht sich eine heruntergekommene Frau? Jemand, der von der Liebe verzehrt ist. Ich denke nicht, dass das Liebe ist. Dann denkt ihr... Dann kennt ihr die Liebe nicht. Ich bemitleide euch. You are welcome. Sehr gegrüßt, mein Herr. Ich bin Elif Elandra, Eigentümerin dieses Etablissements. Wie kann ich dem Helden von Baldur's Tor behilflich sein? Ihr wisst, wer ich bin. In dieser Stadt gibt es nur wenige, die den Schlechter von Sarivok nicht kennen. Heute ein paar mehr als gestern und gestern ein paar mehr als vorgestern, aber euer Ruhm wächst fast so schnell wie die Bevölkerung. Es herrschen schwierige Zeiten. Wie kommt ihr mit an den Flüchtlingen zurecht? Ihr merkt euch diese Geschichten, ja? Gut, sagt mir, was ihr zu Kela Argent wisst. Es ist irrelevant. Gemeinte Bürger sind lächerlich. Sie überschlagen sich vor Begeisterung, um den erstbesten Helden zu loben, den die Großherzöge ihnen präsentieren. Nehmen wir mal die zwei. Die strahlende Dame, wer sie mag, liebt sie, wer nicht, hasst sie. Wie viele Leute sie im Laufe der letzten Monate aus ihren Häusern vertrieben hat, wissen wohl nur die Götter. Aber einige dieser Flüchtlinge berichten von einem Freund oder einem Verwandten, der sich hier freiwillig angeschlossen hat. Selbst nach den schrecklichen Sachen, die ihre Anhänger an ihnen verbrochen haben. Vielen Dank, gnädige Frau, das war sehr hilfreich. Ich bin mir sicher, dass ihr sehr beschäftigt seid. Ich überlasse euch allen Pflichten. Sie ist also eine charismatische Anführerin. Das könnte ein Problem werden. Die Schwachen werden letzten Endes immer den Starken dienen, in der Hoffnung, so selbst stark zu werden. Ein vergebliches Unterfangen, aber eines, an dem sie dennoch festhalten. Nehmen wir mal die zwei. Wir müssen uns keine Sorgen um Kela machen. Die Großherzöge haben einen Pakt mit den Fürsten von Tiefwasser geschlossen. Und mit dem Bürgermeister von Dolchfurt, auch wenn ich nicht weiß, wie nützlich das sein wird. Wie dem auch sei, Kelas Abenteuer an der Schwertküste neigen sich schon bald dem Ende zu. Wenn ihr mich nur entschuldigen würdet, ich muss ein paar Krüge füllen, bevor meine Kunden anfangen, sich zu beschweren. Okay, wir können noch mit dem Wirt reden. Wir können mal in diese Kiste gucken. Und dann können wir dich, die ist verschlossen. Wir können mit Garik reden. Das Leben nochmal. Ist großartig. Ja, erzählt mir eine Geschichte, Garik, eine Geschichte von der strahlenden dem Kela Argent. Sie ist das Stadtgespräch, im wahrsten Sinne des Wortes. Tausende von denen, die sich jetzt in Baldur's Tor befinden, wurden von Kelas Kreuzzug im Norden hierher getrieben. Wie ich hörte, ist Kela eine Legende, die Heldin tausender Geschichten, die noch erzählt werden müssen. Geschichten sind eure Stärke, Karik, sicher wisst ihr mehr. Mehr habt ihr nicht gehört? Das ist jedem der Augen hat bereits bewusst, wisst ihr etwas Nützliches über sie? Schleimen wir mal. Gerüchte, Geflüstere, Echos, nichts weiter. Einige sagen, sie sei eine Azimar. Andere meinen, sie sei ein Kind eines Gottes. Manche glauben, sie sei Sarivoks Schwester. Dost thou believe her a god spawn? Could she be a child of Baal? Denkt ihr, dass sie ein Kind Gottes ist? Könnte sie eines von Baals Kindern sein? Wie dem auch sei, es ist unstreitbar, dass ihre Anhänger ihr gegenüber sehr loyal sind. Viele der Flüchtlinge wurden von ihren eigenen Familien aus ihren Häusern vertrieben.
Sie versucht, eine große Armee aufzustellen, aber das ist nur eine Vermutung. In Anbetracht der Fortschritte, die ihre Streitkräfte in den letzten Wochen erzielt haben, will ich nicht dagegen wetten, dass sie ihr Ziel erreichen wird, was auch immer das sein mag. Und das weiß ich von Kayla Argent. Wenn ihr vorhabt, sie herauszufordern, nur ihr habt Sarivok Ankhiev besiegt. Ich nehme an, ihr wisst, was ihr tut. Ich würde ihr nicht selbst gegenübertreten wollen, wenn ich es vermeiden könnte. Viel Glück. Also deswegen können wir es schon mal vergessen, ihn anzuheuern. Das ist ein Desaster, sagt Irina. Oh, es ist ein toller Tag, um neue Freunde zu treffen. Wie du meinst. Wir sind ruiniert, ruiniert. Das ist mit Abstand der schlimmste Tag meines Lebens. Hört auf zu übertreiben und sag mir, wo das Problem liegt. Ich wage es fast gar nicht aussprechen, aber unsere Fässer sind leer. Unser Rotwein ist komplett ausverkauft. Ist das schlecht? Das versteht ihr nicht. Dieser Wein ist unser Verkaufsschlager. Ihr habt keine Ahnung, wie viele Schiffe wir am nächsten 10 Tag im Hafen sehen werden. Durstige Seefahrer werden herkommen und Rubinwein verlangen. Wir werden keinen für sie haben. Hey, ihr seid doch Teil von Badusso, oder nicht? Benoia, ich erkenne euch jetzt. Ihr seid ein Freund des Rates. Die Serie wird mir zuteil, ja. Ihr seht wie jemand aus, der eine Idee hatte. Bitte sagt mir, dass ich mich irre. Die Ideen anderer Versuchssachen immer Probleme. Na und? Zufällig weiß ich, dass Herzog Bäder im persönlichen Vorrat Rubinwein im Keller des Herzogspalastes hat. Denkt ihr, ihr könntet mir ein Fass besorgen?